Slalom-Kristallkugel ist für Kalle Pallander ziemlich weit. Vor dem zweitletzten Slalom der Saison hatte er als Zweiter 50 Punkte Rückstand auf Rainer Schönfelder. Nach dem ersten Lauf waren es virtuell ein paar Punkte mehr. Schönfelder lag als Dritter 400 Sekunden vor Pallander. Schnellster im ersten Durchgang war Manfred Pranger. Der Tiroler wieder einmal mit einem ganz starken ersten Lauf, wieder einmal in Führung bei Halbzeit. Sein erster Weltcupsieg ist längst überfällig. Über Bodie Miller führt der Weg zur großen Kristallkugel. Seit gestern führt er im Gesamtweltcup wieder vor Herr Mannmeier. Doch Miller verpasste trotz Sondereinsatzlauf 2 und damit weitere Punkte, was Meier zu Hause vor dem Fernseher gefreut haben dürfte. Ebenso wird ihm diese Szene gefallen haben. Auch für den Dritten im Gesamtweltcup Benjamin Reich gab es keine Punkte. Status quo also im Gesamtweltcup und auch im Slalom-Weltcup veränderte sich wenig. Schönfelder fuhr auf Durchkommen und fiel im zweiten Lauf auf den fünften Platz zurück, baute seine Führung aber trotzdem leicht aus, weil Pallander auf den sechsten Rang zurückfiel. Für Silvan Zurbriggen ging es nicht um Gesamtklassemente, sondern um sein bestes Weltcup-Resultat. Sechster war er nach dem ersten Lauf, doch den zweiten verbremste er total. Klar waren es schwierige Bedingungen, klar ist er noch immer angeschlagen vom Trainingssturz, aber der Fall auf den 21. Rang war doch eine riesige Enttäuschung. Für Stimmung im Ziel sorgten andere. Slowenischer Jubel im Doppelpack. Die einheimischen Kosje und Kubelnik verbesserten sich in die Top 10. Und dann norwegischer Jubel im Doppelpack. Trulsove Carlsen hier rechts und Tom Stiansen führten und mussten nur noch zwei Österreicher standhalten. Mario Matt war der Erste. 4/10 betrug sein Vorsprung aus dem ersten Lauf. Und das reichte nicht. Manfred Pranger mehr als heiß auf seinen ersten Weltcup-Sieg. Und die Fahrt sah mehr als gut aus. Aber das muss mehr als ein Knopf im Kopf sein, wie schon so oft eine super Ausgangslage verspielt. Manfred Pranger kann einem wirklich langsam leid tun. Aus einer österreichischen Dreifachführung wurde völlig überraschend ein norwegischer Doppelerfolg. Trulsove Carlsen gewann vor Tom Stiansen, Mario Matt und Akira Sasaki. Statt Pranger feierte Carlsen mit bald 29 Jahren seinen ersten Weltcup-Sieg.